Jo, Tag auch Leute, wir sind wieder bei Mad TV, dem super tollen Sender mit der Sepp-Werbung hier. Soft Shop läuft gerade bei mir. Und ja, ich habe mir noch mal ein bisschen hier geschaut, was ich denn so machen könnte. Und bin jetzt noch auf der Suche nach einem schönen Film für, ja, hier die 22-Uhr-Stunde. Und eine kleine Besonderheit, die mir aufgefallen ist, die werde ich euch auch gleich zeigen. Deswegen kann ich eigentlich nicht mehr so ohne weiteres alles senden, aber dazu gleich mehr. Hier kann ich übrigens auch ins Archiv gehen, um Filme, die ich schon gesendet habe, wieder zu verkaufen. Zum Beispiel Die Flucht von Alcatraz. Glaube ich, brauche ich nicht mehr. Und auch Dr. Shiva-Argo werde ich auch verkaufen. So toll war der jetzt doch nicht. Und La Strada sowieso. Alles nicht mehr so tolle Filme. Und ich werde mir dafür jetzt bessere Filme kaufen. Weil es gibt nämlich ein Problem auch. Ihr seht, ich habe jetzt gerade 20% Marktanteil. Hier der SunTV hat 14%. Und MadTV liegt momentan bei 10. Also da bin ich momentan eigentlich der Beste. Aber ich habe ein ziemlich schlechtes Image, habe ich gesehen. Und das zeige ich euch natürlich auch gleich. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal hier diese alten Schinken verkaufen, die sich sowieso keiner angucken will. Und dann werde ich mal was Ordentliches kaufen. Nämlich, vielleicht habe ich das letzte Mal schon gesehen, hier sind die beiden Star Wars Teile. Und Star Wars findet doch eigentlich jeder gut. Und die werde ich, glaube ich, beide kaufen hier. Erstmal hier Star Wars Krieg der Sterne. Und dann vielleicht noch was anderes. Ach so, und ich brauche ja eigentlich noch was für heute Nacht. Wie wäre es denn mit Rosemary's Baby? Der wäre doch auch nicht schlecht. Ich glaube, den kaufe ich auch. Müssen wir nur kurz warten, bis ich wieder ein bisschen Kohle habe. Und dann zeige ich euch auch das mal mit dem Image, was ich meinte. Aber wenn das Image zu weit sinkt von meinem Sender, dann schmeißt mich mein Chef raus und dann war es das mehr oder weniger. Also eher mehr anstatt weniger. Und hier könnt ihr das sehen, also ich habe jetzt gerade hier in der 19 Uhr Stunde habe ich das beste Programm von allen gesendet, deswegen habe ich hier so einen kleinen Pfeil nach oben. Und dann geht mein Image nach oben, ihr seht 18% und ich glaube ab 10% werde ich rausgeschmissen. Und das ist natürlich gar nicht gut. So, und Maler für unsere Zeit, ich glaube das guckt sich auch kein Schwein an. Senden wir lieber ein bisschen Kultur, hier der dreidimensionale Mensch zum Beispiel, das ist bestimmt ein toller Film. Und ja, für hier brauche ich noch was, aber ich krieg ja gleich Geld. Ich krieg gleich 40.000. Und davon kaufe ich mir diesen FSK 18-Film, Rosemary's Baby, den ich übrigens nicht kenne. Keine Ahnung, ob der wirklich so schlimm ist. Beziehungsweise wird ja eher ein Actionfilm sein. Naja. Oh, Fahrstuhl ist da. Das ist manchmal auch nervig, dass man auf den Fahrstuhl warten muss. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Hier, wo war's? Rosemary's Baby, 38.000. Actionfilm. Ja. Ach so, Geld reicht nicht. Ja. Natürlich nicht so gut. Und hier können wir nochmal gucken, was er für besondere, schöne Sachen hat. Oh, hier zum Beispiel Indiana Jones und Tempel des Todes. Finde ich persönlich den schlechtesten aller vier Teile. Beziehungsweise gut, wenn man jetzt den vierten mit dazu rechnet, ist eigentlich fast der vierte der schlechteste. Dick Tracy, großer Preis von Monaco, hier Formel 1 Rennen. Morgen um 18 Uhr, da habe ich aber so viel Geld habe ich nicht. Die Farbe Lila, oh, sehr guter Film. Kann ich auch nur empfehlen. Oscar-Verleihung würde mich ja auch interessieren, aber eine Million ist schon zu viel. So, jetzt habe ich die Kohle. Jetzt kaufe ich schnell Rosemary's Baby. Habe ich auch den richtigen gekauft? Ja, sehr gut. Und muss den jetzt auch sofort einbauen. Ach du Scheiße, geht jetzt nicht gleich das nächste Programm los? Nee, gut. Gut, gut, gut. Hier seht ihr übrigens das Konsulat der Volksrepublik Duban. Also Duban ist hier mehr oder weniger ein Staat, für die ich immer Werbung mache. So. Dann machen wir heute Abend einen Actionfilm. Rosemary's Baby. Und hoffen, dass auch ein paar zuschauen. So, was senden die anderen hier? Denn sie wissen nicht, was sie tun mit 23%. Ich habe gerade mal 18%. Was läuft hier? Oh, die Rückkehr der Jedi-Ritter. 48%. Das ist natürlich schlecht. Jetzt bin ich ja, jetzt seht ihr, ich habe gerade das schlechteste Programm von allen laufen, deswegen kriege ich einen Punkt abgezogen. Aber nicht so schlimm. Ich kriege ja jetzt auch hoffentlich, und ich denke mal, dass hier beim Fenster zum Hof auch noch ein paar Leute zuschauen werden. Hier, sodass ich alles senden kann, was ich senden muss. Softshop und so weiter. Wir können jetzt die Zeit ein bisschen schneller machen, weil eigentlich habe ich alles gesorgt, alles gemacht. Höchstens die Nachrichten könnte ich mal updaten.
Vielleicht gibt es da was Neues. Und da muss ich nur aufpassen, dass, wie gesagt, mein Image nicht ganz so absackt, weil sonst gibt es da nichts mehr. Oh, hier gibt es wirklich was Neues. Finanzminister will Besitz von Nilpferd zur Pflicht machen. Na, das ist doch mal eine coole Sache. Das würde mich auch interessieren. So. Ich fahre mal zum Spaß zur Werbung, beziehungsweise ich mache mal hier die Zeit noch ein bisschen schneller. Das soll ja nicht immer so ewig dauern hier. Ich will einen Tag relativ schnell rumkriegen. Ihr seht ja, ich habe... Ja, sollte eigentlich alles passen soweit. Und ich glaube, wenn ich jetzt den einen Werbevertrag fertig habe, kaufe ich mir auch noch hier den zweiten Star Wars Teil. So, was haben wir hier? Duban wieder mal, ja. Nipponix, das neue Telespiel mit 3 eingebauten Spielen. Okay, die kennen wir schon. Uran Light, 50 Kilo weniger in 2 Tagen mit der neuen Fusionsdiät. Ah, das wäre schön, ne? So. Nee. Bike Shop. Also man kann auch, was ich sehr cool finde, man kann die Werbung auch nehmen. Was? Aufgrund deines Images wird hier der Spot... Ich wollte doch gar nicht. Ich wollte doch Bike Shop. Den kann ich ja wieder hinstellen. Aber das ist interessant. Also, ey. Ich kann... Oh, das ist gut zu wissen. Ich krieg gar keinen 2,5-Millionen-Spot, weil mein Image zu schlecht ist. Mein Image. Oh, oh. Das heißt, ich bin hier angewiesen auf die kleinen Spots. Rushware ist eigentlich auch sehr gut. 80.000. Ich glaube, den nehme ich mal... Den nehme ich mal mit. Den nehme ich mit Rushware. Wenn ich ihn erwische. Jetzt habe ich ihn. Gehe gleich nochmal rein. Oh, La Baguette nehme ich doch immer mit. Wisst ihr ja, 40.000 für Lau. Und jetzt gibt's Hoffmann. Na, das will ich jetzt nicht mehr. Okay. Ihr seht, hier läuft immer noch Star Trek. Das, warum sage ich immer Star Trek? Star Wars natürlich. Und vor allem der dritte Teil. Und mein Zeug will wohl keiner gucken. Hier, mein, was kommt denn eigentlich? Doch, jetzt Rosemary's Baby. 18%. 19%. Oh, wie bitter. Da bin ich schon wieder der Letzte. Obwohl mein Film eigentlich auch nicht schlecht ist. Na gut. Zurück ins Büro. Ich denke, wir können nochmal La Baguette für heute senden. Das gibt nochmal 40.000. Also wenn jetzt 1,6 Millionen zuschauen, werden hier auch, glaube ich, noch locker ein paar Leute zuschauen. Softshop, ja, das... Ich würde mal sagen, hier machen wir... Laber. Ich habe ganz schön viel Werbung, sehe ich gerade. Ich hoffe, das klappt alles. Ja, doch, das sieht nicht schlecht aus. Sun, was ist mit Sun? Muss innerhalb... Oh, Sun muss ich morgen senden. Wir können ja schon mal den Tag für morgen planen. Also ich würde mal sagen, ich mache mal direkt hier das Krieg der Sterne. Und davor, was können wir denn davor machen? Ich muss ja hier dieses Sun-Zeug senden. Damit das weg ist. Vielleicht kann ich mir dann einen billigen Film kaufen. 1,2 Millionen, das ist auch noch ziemlich gut. Und ihr seht, ich habe richtig Kohle gekriegt. Jetzt kann ich mal so gleich wieder was kaufen. Krieg der Sterne, was haben wir denn noch für Filme? Ich glaube, ich habe ja meine ganzen gerade verkauft. Fenster zum Hof, gut, das lief ja heute erst. Das kann ich nicht senden. Citizen Kane, ach, den will sich eigentlich auch keiner angucken. Was habe ich denn morgen eigentlich alles? Oh, was ist das? Was? Durch einen Terroranschlag entstehen 50.000 Euro Reparaturkosten. Oh, nee. Ja, das ist ja bitter. Muss ich ja gleich mal ein bisschen langsamer machen. Aber, also bei Star Wars gucken mit Sicherheit mehr als 1 Million zu. Da kann ich schon mal hier bar raus machen. Und ich würde auch fast sagen, ich versuche mir jetzt noch den zweiten zu kaufen. Den zweiten Star Wars. Ey. Und dann kann ich morgen Sun... Und Bar raus fertig machen. Und ja, müsste eigentlich gehen. Okay, dann gehe ich mal schnell gucken, ob der Star Wars Film noch da ist. Oh, ich habe mal nicht Star Trek gesagt, sehr gut. Oh, Mr. Blau war gerade in der Agentur. Hoffentlich hat er nicht weggekauft. So wichtig ist jetzt, dass sich noch ein paar Leute hier meine Kultursendung angucken. Ah, seht ihr hier das alte Nepal? Ich glaube, das wäre viel besser gewesen. Das alte Nepal, das nehme ich mal mit, falls ich dann immer... Oh, viel zu wenig Leute! Oh, nee!
So, was kann man denn morgen mal senden? Also erstmal nehme ich mir hier den Star Wars Film mit. Habe ich auch den richtigen? Ja, okay. Und dann würde ich sagen, Emanuel, nee, das ist nix. Zurück in die Zukunft. Ja, das ist alles nicht so richtig. Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden hier. Colt für alle Fälle. Nee, was ist denn jetzt neu dazugekommen? Nur Mist wieder mal. Naja, ihr seht, ich muss mich noch ein bisschen entscheiden, was ich hier kaufen will und was ich dann gekauft habe, das seht ihr beim nächsten Mal.